Hallihallo, Hallöle, liebe YouTube-Gemeinde, hier ist die Saus, das haben wir wieder für euch. Und wie ich euch erzählt habe, habe ich mehr Lust auf Unboxing zurzeit. Und deswegen habe ich mir hier eine kleine Box bestellt. Und zwar ist das eine Überraschungsbox bestellt über Amazon. Die beinhaltet 25 verschiedene Make-up-Sorten, Marken-Make-up-Sorten. Da ich mich aber mit Make-up eigentlich so gut wie gar nicht auskenne, beziehungsweise was da auch alles für Marken gibt, bitte entschuldigt mich, wenn ich mich ein bisschen falsch ausdrücke oder so. Ich versuche jetzt wirklich, mich ein bisschen weiterzuentwickeln und nichtsdestotrotz habe ich Lust auf das Make-up und neues Make-up vor allem auch zum Auszuprobieren wegen Elisa. Natürlich, weil die mir immer sehr gute Tipps gibt und deswegen kaufe ich mir jetzt auch mal Paletten oder neue Pinsel oder so. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal so eine Box bestellt. Die Box kommt von Multistore 24 aus Freiberg. Lange Rede, kurzer Sinn. Viel Spaß! Was auch immer dieser Karton zu bedeuten hat. Einfach Füllmaterial, denke ich. Das ist alles Füllmaterial da drin. Und hier ist ein kleiner Beutel. Und die Rechnung. Und das ist alles nur Füllmaterial. Multistore 24. 25 bunt gemischte Markenkosmetik, Überraschungsbox. Dann werden wir die auch mal gucken, was da so drin ist. Yippie. Beutel. Beutel voller Kosmetik. 3 Liter Gefrierbeutel. Na gut, den kippe ich jetzt auch aus. Tada! Meine Lieblingsschminkmarke ist übrigens Essence. Und ich sehe hier auch schon ganz viel von Essence, also ich bin glücklich. So, wir fangen an. Hyperallergenic von Bell. Dermatologisch getestet. Lippenstift. In 3 verschiedenen Farbtönen. Und zwar auch nochmal ein schöner lila Ton. Ich hoffe, der hat etwas anderes. Ich komme mal vor. In diesen 3 Tönen. Ich zeige euch das hier auf meiner Hand, wie die Töne auf der Haut aussehen. Die sind auch komplett neu, also ist nichts Gebrauchtes dabei. Die fühlen sich auch sehr schön an und ist ein sehr schön öliger Ton. Also dieses Pink, oder muss man sich erstmal rantrauen. So, dann schaut mal die 3 Töne. Finde ich nicht schlecht. Pluspunkt auf jeden Fall, weil Lippenstift nutze ich in letzter Zeit echt viel. Ja. Also auf jeden Fall 3 Töne Lippenstift. Schon mal ein Pluspunkt. Ja, vermischen lassen Sie sich auch. Okay. So, was strahlt uns denn hier an? Essence and Nail Art. Oh, sehr schön. Ein Nail Design Set für Strasssteinchen zum Beispiel. Ja. Auch nicht schlecht.
Vor allem, weil es von Essence ist. Hier sehe ich auch ganz viel schon von Essence. Ein Melted Chrome Eyeshadow. Der sieht auch ganz cool aus. Auf jeden Fall ein ganz cooler Effekt auch hat der. Der schimmert so ein bisschen. Auf jeden Fall Chrom würde ich mich jetzt so nicht rantrauen. Aber natürlich, wenn ich es habe, probiere ich es auch mal aus. Der ist richtig silberfarben. Sehr gut. So. French Manicure. Okay. Eine Schablone. Ah. Schablone für so ein Nail Design. Ja, kann man auch mal gebrauchen. Natürlich. So, Forever Mermaid. Oha. Glow like a Mermaid Highlighter. Das ist wirklich ein sehr interessanter Eyeshadow. Ja. Das ist auch so richtig so wie eine Treppe aufgebaut, finde ich gar nicht mal schlecht. Das ist richtig cool gemacht. Auch von Essence. Also bis jetzt sehr Essence-lastig. Stört mich überhaupt nicht. So, Anti-Shine. All about matt. Prime Stick. Okay, da seht ihr jetzt, hört schon auf. Mit auskennen. Alles klar, das führt dazu, dass man das also hier vorne auftragen kann auf der Nase und auch auf dem Kinn, dass es nicht so glänzt. Ja. Genau. Unter oder über dem Make-up auf die Stirn, Nase oder Kinn auftragen. Minimiert sichtbare Poren. Ah, alles klar. Na gut. Das kann ich sogar gebrauchen, vor allem auf der Stirn. Ja. Made in Taiwan. Auch von Essence. Ich sortiere hier jetzt gleich mal nach Essence und nach den anderen Marken. Hier haben wir ein Ultralast Instant Color. Den habe ich auch selber schon, nicht in dieser Farbe. Das ist eher so ein Grau-Lila. Ist die Nummer 5. Denselben habe ich auch, aber in einer anderen Farbe. Auch von Essence, wie gesagt. Schauen wir auch gleich mal, wie der so wirkt. Oh, sehr schön. Zeige ich euch auch in die Kamera. Ja, also nicht schlecht. Finde ich cool. So, also ich kann hier gleich im Vorhinein auch nach Essence sortieren, weil hier kommt noch ein bisschen was. Was Glitzerndes vor allem. Hier ist noch ein Essence-Produkt. Und hier. Und hier. Okay, Space Story. Hier haben wir noch was von Belle. Von Essence. Belle. Essence. Und dann kommt noch ein bisschen was anderes. Hier haben wir auch noch mal Essence. So, jetzt habe ich mir das hier mal durch. Durchsortiert. So, wir machen weiter natürlich mit Essence und dem Eyeliner Pen Long Lasting. Also ich habe ja immer so meine Probleme mit den Eyelinern und dieser Eyeliner ist rot beziehungsweise pink. Sehr interessant. Farbiger Eyelinerstift mit Filzspitze für ein einfaches Auftragen. Wischfest und langanhaltend. Also es sieht wirklich aus, als hätte ich hier mit einem Filzstift rumgemalt. Ich weiß nicht, ob ihr das seht.
Aber er ist auf jeden Fall nicht verwischbar, was mich jetzt auch ziemlich überrascht. Okay, ein farbiger Eyeliner. Kann man auch mal gebrauchen. So, dann geht es weiter mit noch einem Eyeliner-Pen in der Farbe Türkis. Der ist jetzt schon ein bisschen feuchter und malt auch schon auf jeden Fall krasser. Und ich finde auch den Türkiston ziemlich krass. Ob ich mir das mal zutraue, wenn nicht, auch vielleicht mal für die Comic-Con, werden wir sehen. Auf jeden Fall wieder mal nicht verwischbar. Ich habe schon ganz viel Glitzer an den Händen von dem, was da noch so kommen mag. So, weiter geht's mit Essence und einem Draw the Line Instant Color, ein Lip Liner. In der ungefähren Farbe wie der andere Lippenstift von Essence oder die Nummer 11 von Belle könnte man also auch kombinieren. Ja, eine sehr schöne Farbe. Könnte man auch mit dem Eyeliner kombinieren. Dann haben wir noch einen Lip Liner in Lila. Der ist wirklich kombinierbar mit meinem, den ich jetzt schon habe, und den Ultra Last Instant Color Nummer 5. Auch von Essence. Also sogar mit Anspitzer. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Weiter geht's mit Essence. Da haben wir noch ein Mosaic Blush. Der ist, denke ich, für Puderrouge aufeinander abgestimmte Farben. Auch aufgebaut wie dieser Mermaid Eyeshadow. Und was wir hier auch nochmal haben von Essence ist der Touch Blush in Matt. Und zwar einmal in den beiden Farben und Farbkombination. So gut, weiter geht's. Wir haben ordentlich noch zu tun. Wir haben hier noch ein Melt Chrome, ein Nail Powder sogar. In verschiedenen Farben, wie ich das jetzt sehe. Ein Nagelpuder. Nee, das passt, aber farblich ist das dasselbe wie wie der Melt Eyeshadow. Dann haben wir von Essence noch Lashes Space Story. Ich hoffe auch mit Kleber drin, weil ich hätte jetzt hier spontan keinen Wimpernkleber zu Hause. Und ausprobieren würde ich das auch mal mit falschen Wimpern, auf jeden Fall. Ja, Wimpernkleber ist dabei. Und wir haben hier so Sterne und Blitze als Thema. Finde ich nicht schlecht. Auf jeden Fall macht das was her. Ja, cool. Passend zu Star Wars kann man das dann anziehen. Beziehungsweise tragen. Von Essence haben wir jetzt als letztes noch, ich denke, das ist Nail Polish. Nein, ist es nicht. Der ganze Tisch wird nachher glitzern. Das ist, ich glaube, Körperglitter. Get your glitter on. Ja, das ist Körperglitter in drei verschiedenen Farben. Einmal in Chrom, in Rosa und in Blaugrün. Tada! Und ich glitzer ja hier auch schon komplett. Also auf jeden Fall, Effekt ist da. So, weiter geht's. Erstmal hier mit Belle, den Hypoallergen Produkten. Hier haben wir ein Waterproof Matte Eyeshadow in
etwas flüssigerer Form, also in Gel. Und dazu auch noch in ungefähr den gleichen Farbtönen, auch zweimal ungefähr dieselben. Auch nochmal Eyeshadow-Paletten. Und dazu diese Farbtöne und dieser matte Ton Eyeshadow in Gelform. Sehr cool. Ich sehe also, meine Eyeshadow-Palette wird auf jeden Fall aufgefüllt. Wir haben hier auch ein Nagellack in Deutsch, Nail Polish in Türkis von Lafinity. Und Long Lasting, also er hält auf jeden Fall lange in dieser Farbe. Da ich sowieso nicht so der Nagellacktrager bin, wird das auch hier nicht so wirklich der Fall sein. Hier haben wir einen hypoallergischen Waterproof Eyeshadow nochmal in Gelform. Den machen wir auch auf, um zu schauen, wie er wirkt. Wenn ich es aufbekomme, natürlich. Hätte ich es gleich nur von unten gemacht, ne? In dunkelbraun. Ja. Sehr interessanter Eyeshadow. Auch in Kombination mit den matten Tönen finde ich es jetzt nicht schlecht. Wird auf jeden Fall ausprobiert. Wird alles ausprobiert. So, Catrice, ein Concealer in einem etwas helleren Ton, wie ich ihn schon zu Hause habe, hält wohl 12 Stunden lang und in super, super hell, also wird er auf jeden Fall mal ausprobiert. Ja, langanhaltender Concealer, kaschiert Augenringe, auch Tattoos von Catrice. Und ja, last but not least ein Stift für die Augenbrauen in etwas hellerem Ton, als ich sie trage. Aber ich habe sehr helle Augenbrauen, was ihr jetzt nicht seht, weil ich sie ja immer verdunkle, und selbst so ein Ton würde bei mir schon sehr viel bringen. Das ist auch mal was anderes. Das ist so ein matschiges Braun. Ja, richtig cool von Manhattan. Also hoffe ich doch, der hält auch das, was er verspricht. Brow Pomade Fill and Fix Nummer 1. Ja, das war 25 Markenprodukte einfach random rausgesucht und verpackt in eine kleine Überraschungsbox. Und ja, ich bin überraschenderweise sehr zufrieden. Also ich hätte jetzt gedacht, es sind mehrere Produkte dabei, die ich vielleicht gar nicht benutze. Aber nichts ist davon der Fall. Ich benutze gern Lippenstift. Ich benutze gern Eyeshadow und Blush. Vor allem Augenbrauenstifte und auch Eyeliner. Das Einzige, was jetzt wirklich dabei wäre, wäre der Nagellack, das Puder, das Glitzerpuder und denn für Nail Art dieser Stift, sage ich mal. Ja, Nagel Design Stift. Ansonsten. Es ist echt eine gute Auswahl. Und auch die Schablonen sind sehr schön. Ich habe jetzt eine richtig bunte Hand. Und ja, das war mal auf jeden Fall was Neues auf diesem Kanal. Und für mich auch. Wenn ihr noch mehr Unboxings hier sehen wollt, dann auf jeden Fall schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, liked das Video. Dann sehe ich es auch. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, einfach diesen Kanal abonnieren. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag, eine schöne nächste Woche und wir sehen uns dann im nächsten Video.
Tschüssi!